Hallo und willkommen zurück. Dieser Kameravergleich wird ein bisschen länger. Für einen direkten Zugang zur spezifischen Information, nach der du suchst, folge einfach den verschiedenen Time Warp-Marken aus der Beschreibung hier direkt unter dem Video. In den folgenden 20 Minuten möchten wir Sonys mächtigste, professionellste und kompakteste Vollformat-Sensor-Kameras, die derzeit auf dem Planeten Erde existieren, miteinander vergleichen. Beide Kameras sind mit einem rückwärts belichteten 42-Megapixel-Sensor ausgestattet. Beide sind extrem klein und handlich mit einer exzellenten Sony Zeiss 35mm-Linse ausgestattet. Je schneller Hybrid-Autofokus mit 399 Fokussierflächen-Phasendetektion deckt 45% der gesamten Bildfläche ab. Sie können nur schwerlich zu irgendwelchen anderen Kameras auf dem Markt verglichen werden, außer miteinander selbst. Die Nikons, Canons, Leicas, Pentaxes derselben Preisklasse oder selbst Sonys neueste Veröffentlichung, die Alpha 99 Mark II A-Mount Vollformat-Sensorkamera, sind entweder viel größer von der Dimension her oder einfach nicht so Hightech wie diese beiden Sony Flaggschiff-Modelle. Hier braucht man nur deren fortschrittliche 5-Achsen-Bildstabilisierung erwähnen, den variablen optischen Tiefpassfilter bzw. die komplette Abwesenheit eines solchen, ohne jedoch die gesamte Palette von möglichen Play Memories Kamera-Apps zu erwähnen, die direkten Zugang zu Timelapse- oder Hyperlapse-Funktionen ermöglichen, Sternenspuraufnahmen, Bewegungsvisualisierungen, Lichtmalerei, Lichtspuren, intelligente Mehrfachbelichtungen oder Stopptrickfunktionen, um nur einige zu erwähnen. Ja, natürlich handelt es sich bei der Alpha 7R II um eine Kamera mit austauschbaren Linsen, die über den E-Mount-Connector Zugriff auf alle möglichen verschiedenen Linsen hat. An ihr kann eine ganze Batterie von Vollformat E-Mount oder APS-C-Linsen angeschlossen werden, die entweder von Sony selbst oder Carl Zeiss im Auftrag von Sony produziert wurden. Aber hier wollten wir spezifisch die Alpha 7R Mark II mit der RX1R Mark II vergleichen. Darum haben wir Sonys ultrascharfes und erstaunlich kompaktes Sonar T-Stern-FE 35mm F2.8ZA Vollformat Objektiv ausgesucht, um es mit der A7R M2 zu verbinden. Durch seine sehr kompakten Ausmaße sprengt es nicht die Idee, mit etwas Ultrakompaktem von höchster technischer Perfektion zu arbeiten, wie das im Gegensatz dazu etwa mit dem Distagon T-Stern FE 35mm F1.4ZA der Fall wäre. Diese Linse wäre einfach zu groß verglichen mit dem allgemeinen Ausmaß der RX1R M2 mit ihrer fest verbauten 35mm Linse. Und so ist es auch mit den meisten anderen Objektiven. Entweder wären sie viel weiter ausgestreckt und schwerer, das fehlende Material im Gehäuse bis zu den optischen Elementen der jeweiligen Linsen zu überbrücken, oder wenn das Material eben nicht an den Linsen selbst existiert, kommt anstelle der entsprechende Adapter zum Einsatz, der diese Distanz dann ersetzt. Nur mit dem Sony Zeiss Objektiv SEL35F28Z auf Kosten einer Blendöffnung von 2,8 gegenüber der Blendöffnung 2,0 bei der RX1R Mark II wurde dieser technische Geniestreich ermöglicht. Mit diesem Video können wir natürlich nicht alle Aspekte dieser beiden Kameras abdecken, derer man sich im Laufe des Prozesses bewusst werden kann. Darum wollen wir auf bestimmte Aspekte von Handlichkeit und Qualität fokussieren, von denen wir dachten, dass sie unbedingt in dem Zusammenhang erwähnt werden müssten. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen diesbezüglich habt, schreibt sie bitte in die Kommentare unter dem Video oder vergesst auch nicht, uns zu folgen, um mit möglichen zukünftigen Videos desselben Stils informiert zu bleiben.
Mit dem heutigen Video wollen wir Sonys Flaggschiff-Kameras miteinander vergleichen. Auf der einen Seite Sonys Alpha 7R Mark II, die in dem Fall mit einem 35mm Objektiv von Carl Zeiss ausgestattet ist. Und auf der anderen Seite Sonys RX1 R Mark II mit einer fest verbauten 35mm Carl Zeiss Linse. Wir haben die RX 7 Mark II nur mehrere Monate getestet und dachten, das wäre ein guter Moment, um die RX 1 R Mark II auszuleihen und als Vergleich zu verwenden. Denn diese beiden Kameras teilen viele innere Werte miteinander und ich hoffe, ihr seid gespannt auf den folgenden Verlauf des Videos. Bisschen kompakter. Die Alpha 7 R Mark II bringt ungefähr 782, 783, 781 Gramm auf die Waage. Das ist schon mehr als ein halbes Kilo, aber durch diesen Griff hier auf der rechten Seite liegt sie wirklich sehr gut in der Hand und das Gewicht schlägt nicht unbedingt negativ zu Buche. Man hat eher den Eindruck, wirklich mit einer kompakten Kamera konfrontiert zu sein. Während hingegen die RX1 R Mark II nur 536 Gramm auf die Waage bringt. Das sind immerhin 200 Gramm weniger, aber es fehlt eben hier auf der rechten Seite dieser tolle Griff. Das heißt, man ist eigentlich immer auf Tuchfühlung, auf Fingerspitzengefühl mit dieser Maschine, auch beim Auslösen und so weiter. Jedoch, das ist einfach eine andere Bedienungserfahrung, kann man nicht anders sagen. Verglichen mit konventionellen Kameragehäusen sind diese beiden Kameras trotzdem sehr viel kleiner. Das ist zum Beispiel eine alte Alpha 57, übrigens eine APS-C Kamera, aber das Gehäuse ist eben viel größer als das der Alpha 7R Mark II. Die befindet sich also hier von der Größe her etwa in der Mitte und hier haben wir die RX1 Mark II, sehr klein, die man eigentlich eher von den Maßen her der RX100 Serie, also zum Beispiel der RX100 Mark IV oder Mark V zuordnen sollte. Jedoch befindet sich eben hier vorne dieses relativ dann doch große 35mm Objektiv. So, dann hier noch einmal ein Hinweis in Bezug auf die Größe. Die Alpha 7R Mark II scheint wirklich viel größer zu sein. Das liegt aber hier an diesem Viewfinder, der mit einem T-Sternchen-Nano-Coating versehen ist. Jedoch, um einen Viewfinder hier in dieser Kamera zu erzeugen, muss man den hier ausfahren und dann ist die Größe dieser beiden Kameras schon gar nicht mehr so sehr verschieden. Dann hier vorn an der Linse. Wenn ich die Linsenkappe mal abnehme, wirkt diese 35mm Linse erstmal viel kleiner als die andere. Es liegt aber daran, hier gibt es auch einen Linsendeckel und dann aber zusätzlich noch diese Blende. Und wenn ich die abnehme, dann sind beide Fotolinsen doch wieder sehr ähnlich von der Größe her. Dann sollte man vielleicht noch sehen, dies ist der Punkt, wo der Sensor in diese Kamera verbaut ist. Also der Abstand von der Vorderseite des Objektivs bis zum Sensor ist hier in diesem Bereich. Bereich, wohingegen auf der anderen Seite der Sensor noch ein Stückchen weiter hinten verbaut ist. Also im Grunde genommen wäre von der Objektivvorderseite bis hier das dieser entsprechende Abstand. Gleichzeitig ist in diesem Objektiv auch noch eine Makrolinse verbaut, die dann den Abstand von 35 cm auf 20 cm ermöglicht. Dadurch fährt aber das Objektiv hier vorne noch ein Stückchen weiter heraus. Testbilder kommen dann später noch diesbezüglich. Insgesamt ist die Alpha 7R Mark II mehr in einer Art grau gehaltenem Finish und die RX1 R Mark II insgesamt eher schwarz. Hier auf der von vorn aus gesehen rechten Seite gibt es das Rad für die Wahl zwischen verschiedenen Fokusmodi. Das existiert nicht bei der RX 7 Mark II. Auf der anderen Seite gibt es hier den tollen Griff, den ich schon erwähnt hatte. Der fehlt leider bei der RX1 R Mark II. Beide Kameras sind mit diesem NFC-Symbol ausgestattet, das heißt, sie verfügen über Nahfeldkommunikation zum Austausch von Daten zwischen der Kamera und zum Beispiel Smartphones oder Computern, die sich in einer Entfernung von 10 bis 20 cm befinden.
Beide Kameras sind mit dem Videoaufnahmeknopf hier auf der rechten Außenkante ausgestattet. Das ist im Grunde genommen die schlimmste Position, die man sich vorstellen kann, um ein Video aufzunehmen. Dasselbe Problem existiert auch zum Beispiel bei der RX100-Serie, aber nicht bei der RX10, beziehungsweise auch früher zum Beispiel, wir hatten ja hier schon das alte Alpha 57 Gehäuse angemerkt. Hier war der Aufnahmeknopf direkt schön zugänglich für den Daumen. Keine Vorstellung, warum Sony die Idee hatte, diesen Videoaufnahmeknopf hier auf die rechte Seite an die Kante zu verlegen. In Bezug auf die Gehäuseunterseite ähneln sich die Kameras natürlich stark. Es gibt also hier einmal den Stativadapter. Man kann hier auch nochmal schön den Unterschied zwischen dem Griff auf der Sony Alpha 7 R Mark II sehen. Dann gibt es natürlich in Bezug auf die Batterie selbst einen wesentlichen Unterschied. Ups. Die ist also viel größer und hier gibt es nur diese kleine, schmale Batterie. Das ist also ein deutlicher Unterschied. Wir wissen ja, die Sony-Batterien halten eh immer nicht so super lang, aber es ist wohl auch kein Problem, von solchen Batterien bei solch einer kleinen Dimension auch mal ein paar mehr Batterien dabei zu haben. Auf der linken Außenseite der Kameras gibt es schon wesentlichere Unterschiede. Das bezieht sich vor allem auf diese Kappen, die diese Anschlüsse hier schützen. Sollen. Man weiß nicht genau, das ist verbunden mit so einem kleinen Gummi und die Kappe hängt hier mehr oder weniger unkontrolliert herum. Hier verbirgt sich einmal der Multi-Connector und auch der Micro-HDMI-Output. Dann gibt es noch eine weitere Kappe, hinter der sich sozusagen ein externer Mikrofon-Input und auch ein Kopfhörerausgang befinden. Das ist alles ganz gut und schön, jedoch diese beiden Kappen einfach ungünstig, wie das hier verbaut ist. Wohingegen auf der anderen Seite. Die RX1 R Mark II hat eine ganz tolle Klappe. Die ist hier mit zwei Federn verbaut, also wirklich ein kompaktes Gefühl beim Öffnen und dann wackelt da auch nichts mehr herum. Und hier gibt es auch wieder natürlich den Multi-Connector und auch den Micro-HDMI-Ausgang, einen externen Mikrofoneingang. Jedoch fehlt der Kopfhörerausgang bei diesem Modell. Dann nicht zu vergessen, hier ist dieser Schieberegler oder Schiebeöffner für den Viewfinder bei dieser Kamera. Da wir jetzt diese Viewfinder schon erwähnt haben, möchte ich hier noch anfügen, dass ich wirklich ein großer Fan des Viewfinders in der Alpha 7 R Mark II bin. Einerseits hat dieser Viewfinder eine stärkere Vergrößerung von 0,78, wohingegen die Vergrößerung bei der RX1 R Mark II nur bei 0,74 liegt. Aber andererseits, allein der Abstand hier zwischen dem Monitor und diesem Viewfinder, das kommt viel näher an das Auge heran und es ist viel überzeugender, hier hindurch zu schauen. Auf der anderen Seite ist hier der Abstand, sozusagen der Viewfinder hier, liegt mehr zurück im Vergleich zu diesem Bildschirm und deswegen kommt zum Beispiel, wenn ich hier mit dem linken Auge durchschaue, meine Nase immer auf diesen Bildschirm und mag darauf auch ein paar Spuren hinterlassen. Das ist also nicht überzeugend. Der eignet sich zwar ganz toll, irgendwie um mit dem rechten Auge hier durchzuschauen, aber ich muss sagen, ich bin persönlich eher Fan, das linke Auge zu verwenden, vielleicht auch, weil das einfach mit der rechten Gehirnhälfte verbunden ist. Insofern, der Viewfinder von der RX7 Mark II ist eindeutig viel besser als dieser hier. Bei beiden Kameras ist es möglich, innerhalb der Menüs umzuschalten, so dass dann automatisch zwischen dem großen Bildschirm und diesem Viewfinder gewechselt wird, wie man auch hier sehen kann in diesem Beispiel. Um die beiden Rückseiten miteinander zu vergleichen, fangen wir hier gleich links oben an. Der Menüknopf der Alpha 7 R2 liegt hier, wohingegen bei der RX1 R Mark II ist der hier rechts unten verbaut. Dann als nächstes gibt es den C3 benutzerdefinierbaren Knopf. Des Weiteren haben wir hier oben C1 und C2, C4 hier unten. Und auch hier rechts haben wir sozusagen benutzerdefinierbare Knöpfe C2 und C1 hier oben. Das heißt, C3 und 4 fehlen bei dieser Kamera. Jedoch kann man auch andere Bereiche der Kamera, zum Beispiel die Nord-Süd-West-Ost-Ausrichtung dieser Selektionsräder,
die natürlich auch drehbar sind. Die kann man dann auch als benutzerdefinierbare Knöpfe einstellen. Hier ist standardmäßig schon mal zum Beispiel der Self-Timer vorgesehen und auf der rechten Seite die ISO-Wertigkeiten. Das ist hier nicht notwendigerweise so vordefiniert. Dann gibt es hier jeweils noch ein Selektionsrad. Das ist ein bisschen gröber aufgelöst bei der Alpha 7R Mark II. Also eigentlich könnte man auch schon sagen, ein bisschen griffiger. Hier in dem Bereich gibt es ein Auto-Exposure-Lock, also sozusagen ein wenn die Kamera eine bestimmte Belichtungszeit gewählt hat, kann man die dann hier blockieren, um dann sozusagen nur noch den Fokus weiterhin zu ändern. Hier kann man gleichzeitig auch umschalten auf einen Fokus-Lock. Diese Möglichkeit ergibt sich hier nicht bei der RX1. R Mark II. Das Benutzermenü FN ist bei beiden Kameras an derselben Stelle verbaut und wenn man jetzt einzelne Fotografien wieder aufrufen möchte, die schon geschossen worden sind, dieser Knopf befindet sich hier rechts unten am Bildschirm, hier jedoch rechts oben am Bildschirm. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, die Rückseiten miteinander zu vergleichen, müssen wir auch unbedingt noch über den Monitor selbst sprechen. Der ist natürlich ausklappbar und man kann also von oben einsehen, oder auch man kann den hier herannehmen und dann sozusagen von unten schauen. Jedoch finde ich, es lässt sich schwer erklären, aber der Monitor der RX1 Mark II ist viel kompakter. Vielleicht sind einfach die Kanten ein bisschen anders geschliffen. Ich kann es nicht wirklich erklären. Es ist ein Unterschied von wohl wenigen Millimetern. Trotzdem ist diese Geschichte hier viel solider verbaut und ich muss sagen, es ist äußerst schade, dass Sony da bei dieser hochwertigen Konkurrenzkamera nicht so einen schönen kompakten Bildschirm verbaut hat. Der ist hier auch einfach auf der Seite irgendwie versenkt und deswegen, wenn man den angreifen will, nicht so wirklich griffig. Auf der anderen Seite hier kommt das sofort rausgeklappt. Das ist so wie ungefähr dieser tolle Verschluss hier an der Seite. Einfach viel mehr nett. So, und bevor wir jetzt zu den Probeaufnahmen und Probevideos kommen, noch einmal die Oberseite dieser beiden Kameras relativ ähnlich. Das heißt also, wie schon erwähnt, hier der Benutzerknopf 1 und 2, wo es nur den einen hier gibt. Dann der Fotoauslöseknopf, der ist ein bisschen schräg verbaut an der RX7 Mark II. Der ist etwas größer und besser zu ergreifen. Hier gibt es nur diesen Auslöseknopf ganz oben innerhalb der Modus. Selektionsräder, zum Beispiel manueller Modus oder Automodus, Szenen-Selection, Panorama, die benutzerdefinierten Menüs. Hier gibt es zwei zur Auswahl. Auf der RX1 R Mark II gibt es drei verschiedene Benutzermenüs zur Auswahl. Und was sozusagen hier fehlt, ist ein weiteres Selektionsrad. Das ist nur bei der Alpha 7R Mark II vorhanden. Das heißt, dieses Rad hier vorn. Beide Kameras haben denselben Multifunktionsschuh hier. Auf der Oberseite wird natürlich noch ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Kameras deutlich, der ganz minimal nur hier ins Auge tritt. Und zwar diese beiden Buchstaben 4 und K. Das heißt also, die Alpha 7R Mark II nimmt in 4K-Auflösung auf. Die RX1 R Mark II stellt tatsächlich nur Full HD-Auflösung zur Verfügung. Und das ist ein Grund, der mich also eher dazu tendieren lässt, dass die Alpha 7R Mark II wirklich eine viel mehr zu empfehlende Kamera ist, denn heutzutage stellt sich nach und nach alles auf 4K-Auflösung um, wie zum Beispiel auch das Video, das ihr hier gerade seht. Abgesehen davon, dass eben die Alpha 7R Mark II über diesen E-Mount tatsächlich Zugriff auf fast alle auf diesem Planeten existierenden Linsen im Vollformat und APS-C-Bereich hat, wohingegen die RX1 R Mark II tatsächlich nur über diese eine hier schon verbaute Linse verfügt. Also jetzt hier nochmal im Direktvergleich. Ich habe hier so einen tollen Staubpartikel. Wenn man jetzt die Alpha 7 R Mark II verwendet im Automatikmodus, erkennt die Kamera schon, dass man hier sozusagen jetzt irgendwie im Mark
Pro-Bereich tätig werden will und fokussiert dementsprechend. Das Problem ist aber trotzdem, der Mindestabstand, den man hier einnehmen muss, liegt bei ca. 30 und das ist das Ergebnis, das man dann erwarten kann. Wohingegen bei der RX1 R Mark II erkennt die Kamera hier natürlich auch wieder, dass wir in den Makromodus wollen. Ich habe den Eindruck, dass man trotzdem schon ein bisschen näher an das Motiv herankommt. Aber man kann eben auch zusätzlich noch in den Makromodus umschalten. Das heißt also hier bis zu 20 kommt man an das Objekt heran. Und das ist dann natürlich schon ein wesentlicher Unterschied nochmal zu dem, was uns diese 35mm Linse von Zeiss möglich macht. Thank you.